Hallo und herzlich willkommen zurück hier auf unserem Review-Kanal. Heute mal wieder in gewohnter Umgebung ein Unboxing von zwei Paketen, darunter auch erfreulicherweise mal wieder ein Paket von einem unserer Sponsoren. Ihr wisst, dass wir viele Projekte von uns nur durch die Hilfe von Sponsoren verwirklichen können und Panzerbär hat sich jetzt dazu entschieden, uns wieder mal ein Paket zu schicken. Ich freue mich sehr darauf, das auszupacken. Aber zunächst das kleinere hier. Das, ja, also man sieht schon von außen, es wird sich höchstwahrscheinlich um, ja, Bodenfunde, hier sogar mit Gravierung. Man kann es jetzt nicht ganz genau erkennen, aber die Nummer ist auf jeden Fall noch da. Da steht, glaube ich, Legion Speer. Ja, interessantes Stück. Er kann uns ja mal schreiben, wo er es her hat. Dann. Naja, das sind jetzt ausschließlich noch. Ich werde das mal hier reinschütten. Das sind jetzt Jacken- und Uniformsknöpfe. Und zwar hier noch. Die Innenknöpfe von den Jacken, die schon damals aus Kunststoff waren. Und natürlich hier die ganz normalen, die standardmäßigen Aluminiumknöpfe, die das Revier der Jacke, quasi der Feldbluse, geschmückt haben von außen. Ja, ist auf jeden Fall massig. Hier sogar noch einen relativ gut erhaltenen, also farbtechnisch. Also das ist immer sehr interessant. Vielen Dank dafür. Als nächstes das schon angesprochene Paket von Panzerbär. Okay. Also oben auf erstmal. Hallo Tristan. Hier mal eine Pickelhaube Preußen, damit mal eine Abwechslung reinkommt und nicht nur WW2. PS ist natürlich gesponsert, der gute Lederhelm. Mit besten Grüßen, Michael, der Panzerbär. Vielen Dank, Michael. Gucken wir uns das gute Stück auch gleich an. Hier natürlich jetzt der typische preußische oder wilhelminische Helm, die Pickelhaube. Die, ja, warum man sich jetzt für das Design entschieden hat, das hat natürlich, manche behaupten, auf jeden Fall militärische Zwecke, dass es halt den Hieb von dem Säbel ableiten kann. Manche behaupten auch so ein bisschen spöttisch, darunter die ganzen Briten zum Beispiel, in der Zeit jedenfalls, dass das auch als Phallos-Symbol gemeint sein kann. Ich bin mir über den Zweck nicht sicher, ob das jetzt wirklich einen Säbelhieb abhalten kann. Keine Ahnung. Aber ja, ist auf jeden Fall die typische Kopfbedeckung für uniformierte Organe aus der wilhelminischen Zeit. Und dafür sprechen natürlich jetzt auch hier die Kokarde mit den Farben des Kaiserreichs. Und auf der anderen Seite, um dann natürlich in preußischer Tradition zu bleiben, die Kokarde mit den preußischen Farben, also schwarz-weiß einfach nur. Kennt ihr ja alle. Gut. Schönes Ding. Ist auf jeden Fall komplett aus Leder gefertigt. Die Beschläge sind demzufolge halt aus Blech. So beim ersten in die Hand nehmen ist die Qualität sehr gut. Das werden wir natürlich nochmal testen. Es gibt auch Helmbezüge und sowas. Das könnte man eigentlich ganz gut machen, weil Michael hat schon geschrieben, ein bisschen Abwechslung zu WW2 wäre wahrscheinlich mal gar nicht so verkehrt. Und dann natürlich favorisiert so in diese Richtung, also Erster Weltkrieg. Aber da ist es halt sehr, sehr schwierig, irgendwas auf die Beine zu stellen, allein schon von den Kulissen her. Und dann hat das auch nicht halb so viel, oder haben das auch nicht halb so viele Leute als Uniform, als brauchbare Uniform, wie jetzt zum Beispiel WW2-Sachen.
Oh, das kennt ihr. Also wir sind dran, aber ich weiß noch nicht, wann es was wird und ob es überhaupt was wird. Gut, also sehr, sehr vielen Dank für diese, für die Pickelhaube. Und genau, eine Analyse kommt dazu noch. Ich sehe aber noch was da drin liegt. Und zwar Flyer. Und ja, das ist eine Spatentasche. Meines Erachtens auch eine, also eine amerikanische Spatentasche. Meines Erachtens auch eine auf den Weltkrieg. Korrigiert mich, aber die sehen ziemlich ähnlich aus, wenn es nicht sogar, wie gesagt, dieselben sind. Und ja, das hilft natürlich auch enorm weiter, weil wir haben irgendwann vor, verstaubt sind die Gesichter, eventuell, ja, kann man die ja dann auch an die Serie an die Westfront verlegen. Gut, genug davon. Das war's, wir haben keine Pakete mehr zum Auspacken. Der Inhalt von den beiden Paketen hat uns jetzt wieder sehr, sehr gefreut. Einen ausdrücklichen Dank an der Stelle nochmal an unsere Sponsoren. Und ja, damit verabschieden wir uns. Bis zum nächsten Mal.